Ja, leider Gottes. Italienische Losers Final und sie warten, der Kanadier wartet auf die beiden. Alle Ur-Berliner sind raus. Wir haben jetzt nur noch Legionäre. Ja. Die ganz weit zugezogenen. Ja, also Italien nicht super weit, aber schon nicht um die Ecke. Und also, Kanada ganz, ganz weit. Ja, definitiv. Da liegt eine Art also Ozean dazwischen. Ich sag mal so, die Berliner beschweren sich ja auch gerne mal schon über die Zugezogenen aus anderen Teilen von Deutschland. In Melee ist die Exception, da machen wir das nicht. Das ist true. So ist das es. Das ist true. Wir freuen uns über jeden, den wir kriegen können. Ist auch einfach so. Da ist Melee einfach nice. Melee generell sehr, sehr welcoming, muss ich sagen. Also zumindest in Deutschland so. Ja, Mann. Sind schon coole Leute hier. So, und jetzt haben wir Magic gegen Lele. Lele, der kleine Bruder von Nick Strad, was der beste Freund von Magic ist. Das hier ist ein Matchup, was wahrscheinlich schon mal passiert ist. Safe. Und wir haben keinen Score darüber. Weil was in Italien passiert, bleibt in Italien. Ja. Ja, Chat, wie gefällt euch das Top-4-Bracket hier von dem dritten Arcadian? Da kriegst du mal 3 Runner Nibuletten. Es ist ein bisschen Low-Tier-lastiger als die letzten beiden und wir haben weniger Geld, Junge Faktor, aber ich finde, Magic und G-Pipes haben im Winners Final schon mal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Auf jeden. Und das Losers war auch bis jetzt insane. Dieses Lele gegen Officet, holy shit. Und wir bekommen gerade Pomelo gereicht von unserer Küchenfee Halber. Ah, Pomelo ist das. Pomelo. Vielen Dank. Das ist auch so eine. Das ist so eine Art Frucht. Ja, das ist auch so ein. Liegt ja auch letztens. Ja, letztens ist auch schon wieder ein bisschen her. Aber Orange ist ja auch actually was dran gezüchtet ist, glaube ich. Ne? Aus ich höre, dass die Farbe Orange nach der Orange benannt wird und nicht umgekehrt. Ja, also weiß nicht direkt. Aber ich konnte es mir. Also die Sache ist, soweit ich weiß, ist Orange. Eine Kreuzung zwischen Apfel und Mandarine oder so, wenn ich mich irre. Oh! Irgendwie sowas war das. Also, und da gibt es auch noch mehr Kreuzungen. Das war. Okay. Actually, based Intel. Also, frag mich nicht. Der Flora Intel hier nur auf twitch.tv/berlinsmash. Wenn ihr jetzt keinen Sub da lasst, wann dann? Also, ich bin mir nicht hundertprozentig, ob es genau so war, aber es war auf jeden Fall irgendwas mit Apfel gekreuzt. Davon sind basically die ganzen Zitrusfrüchte sind irgendwie von der Mandarine so abgespalten quasi. Die Farbe Orange hieß vorher tatsächlich Das ist witzig. Speaking of die Farbe Orange, wir haben hier Magic mit dem orangen Fox. Wir nennen ihn gerne den roten Fox, aber machen wir uns nichts vor, der Mann ist orange. Ja, schon mehr orange. Mhm. Und das ist ein italienisches Losers Final. Ja. Lele gegen Magic. Und das ist der erste Stock für Lele hier. Beide sind bislang bekloppt gegangen in diesem Bracket. Ja. Lele mit einem sehr krassen Losers-Run, Magic mit einem sehr krassen Winners-Run. Sie hätten sich im Winners treffen können, das war seeding-mäßig so ausgemacht. Ja. Na, wobei, Koro wurde geupsettet von Magic, aber Lele hätte gegen Ovis gewinnen müssen, seeding-mäßig. Ja. Aber sie haben gesagt, nein, wir können es auch durchs Winners und durchs Losers schaffen. Und Italien Top 3, da sind wir dabei. Das ja, haben sie beiden gesagt. Das haben sie beide gesagt. Das Einzige, was ich auf Deutsch sagen können tatsächlich, das haben sie aber gelernt. Sie haben extra gefragt, wie machen wir das? Dann haben sie gesagt, ja, ich kenne da so einen Sprachcoach. Und dann haben sie gesagt, holy fuck, wie hat das noch getroffen? Ja, das wie hat das so nicht getroffen? Digga, wir leben beide. Ich schwöre. Was hat der Sprachcoach gesagt? Der hat gesagt, Italien Top 3, da sind wir dabei. Weil man ihn so, I get that. Sehr gut. Okay, und Lele weiter on the offense. Okay, Magic kriegt seinen, ja, kriegt seinen Befreiungsschlag. Oh, er lässt ihn einfach auf die Plattform. Das müsste eine Abwehr sein. Oh, aber schöner Tag auf der Plattform. Und der Donner. Oh. Digga, Downsmash Donner einfach. Direkt vom Olymp. Ich meine, gerade wenn die sich auch ein bisschen kennen, dann ist es natürlich auch teilweise einfach schon, wie gut kennt man den anderen so. Ich hab leider Gottes, ich muss ein bisschen rumpulen in meinem Mund. Ich hab Pomelo zwischen den Zähnen. Ja, Gott sei Dank sieht man uns nicht. Das ist wirklich peinlich manchmal. Das Gute ist auch, selbst. Also es gibt ja eine Cam. Mhm. Aber selbst wenn man uns sehen würde. Du hast eine Maske auf. Ja.
Dann würdest man es trotzdem nicht so sehen. Nee, ich mache ja so dann. Ach so, ja, okay. Ich dachte, du wirst schon noch so dann. Nein, ich bin ein ganz rigoroser Mundrumpuler. Ich brauche da viele Winkel. Ja. Speaking of viele Winkel, Magic, die eine oder andere gefährliche Situation mit dem einen oder anderen nicen Angle überlebt, sitzt auf 153 and counting. Da hat er die Abwehr leider. Und da trifft ihn die Nerv. Am Ende des Tages, so eine Nerv auf die Kasse kommt gerne mal durch. Aber ja, er hat so viel extra Damage gemacht. Es ist wirklich schön, ist auf jeden Fall. Es wird hart für Pikachu. True. Pikachu, true. Und das ist eine Abwehr? Er geht wieder weg, okay. Ist Lily actually insane im SD ein oder hat Magic vielleicht gemissklickt? Wer weiß das, man weiß nicht genau. Vielleicht weiß Magic auch einfach, dass Lily insane ist beim SD ein. Ja, das kann weil sein. Ich meine, die eine Abwehr hat er ja eben auch gute SD ein. Ja, voll. Lily geht wieder für die Kante, Magic will das gar nicht contesten, weil wenn du dann getroffen wirst von Pikachu, die an die Kante geht, dann so runterfällt. Gerade bei Battlefield sehr awkward, wenn du unter die Plattform gelangst. Auf jeden Fall, dann stößt du den Kopf und dann bist du tot. Ja. Und du hast genug Vorteil hier mit Magic, als Magic auf der Stelle mit einem ganzen Stock Vorsprung, dass du dir denkst, ja, ich muss es nicht riskieren. Definitiv. Man muss dem Gegner da nicht noch irgendwelche Opportunities. Down air. Oh. Lily geht aber leider offstage mit diesem Donner. Donner. Oh, Nosef! Okay, das ist das 1-0 und für Magic. Er ist sich leider. Ja, ärgerlich hier. Wurde der Office-Fluch an Magic, an Lele weitergegeben. Er hat ihn besiegt und hat den SD-Fluch einfach gefressen. Scheiße. Das wäre natürlich nicht so gut. Oh, danke, Labernich hat uns den Stammbaum der Zitrusfrucht in den Chat getan. Nice. Vielen Dank, Labernich. Das ist wichtig. Ah, Pampelmuse war es. Pampelmuse. Ist Pampelmuse nicht Grapefruit? Oh, Digga, ja, der Pampelmuse war das deutsche Wort für Grapefruit. Digga, ehrlich jetzt? Ich glaube ja. Oh shit, die F-Smash. Und ja, der Donnerblitz, nee, der Donnerschock wird nicht viel machen hier. Achso, was ist die Pikachu F-Smash für dich? Bei Pikachu kann man ja bei jedem Move sagen, was für ein Move es ist. Was ist die F-Smash für dich? Boah, Digga. Schwer zu sagen. Also Downbeat würde ich auf jeden Fall Donner sagen. Ja klar, ja, voll. F-Smash? Boah, maybe Donnerschock? Nein, Donnerschock ist die Neutral B. Das ist Donnerschock? Ja. Ist das nicht. Die F-Smash? Thunderbolt, ne? Ja, nee, Thunder Jolt. Ah, das gibt's auch noch? Ich glaube ja, ich glaube Thunder Jolt. Ich glaube, oder Thunder Shock? Nee, ich glaube Thunder Jolt. Digga, Alter, keine Ahnung. Aber was denn für dich? Die F-Smash ist für mich Donnerblitz. Ah, auf jeden. Die starke halt, ne? Ja, auf jeden. Das kann ich aber auch sehen. Wieso ist Marley DQ? Hat er gewobbelt? Nein. Irfan Marley musste um 20 Uhr auf eine Home... Also er ist auf eine Homeparty, der hat um 20 Uhr angefangen, hat gesagt, so viel zu spät kann ich da wirklich nicht kommen. Also ja, er hat gewobbelt. Aber in Doubles. In Doubles und da war es nicht gebannt. True. Oh mein Gott, Lely, Alter. Let's go. Ja, Lely geht auf jeden Fall für die verrückte Option, für die Magic nicht ready, weil er hatte in 1 Milliarde Jahre hätte das nicht getaggt. Ja. Leider, muss man sagen. Ja, aber Marley leider DQ'd, weil er musste los. Ja, das ist halt. Da haben wir gerade auch schon drüber geredet. Aber ja, wenn er meint, dass er um 8 bei der Hausparty sein muss, dann ist das wohl so. Oh, that's the magic! Er ist schon wieder dafür gepunished. Bruno sagt, laut Anleitung ist Neutral B Donner Blitz. Das finde ich so albern, weil die ist so schwach. Das ist doch Donner Schock. Ja. Ich dachte immer, dass das Donner Schock ist. Also hier war dann. Das wäre ja auch eigener Bias, weil ich das immer denken wollte. Das kann natürlich auch sein, ja. Okay, ja, der FD-Counterpick übrigens für Pikachu natürlich relativ stark gegen Fox. Also das Neutral für Fox ist ja, immer gut, aber... auf jeden Pikachu hat halt die Chain-Grabs. Ja, ein Grab kann halt den Tod bedeuten. Wenn du Axe guckst gegen Fox, Dicker, ist es ja eigentlich meistens schon Autoscroller für die Foxes. Ja, auf jeden. Boah, Junge, ich weiß nicht, hast du letztens... Es gab jetzt vor einer Woche oder so ein Video, so ein Smash-Video, die Greatest Smash Moments der letzten Jahre. Ja. Oder ever, basically, das war so ein 25-Minuten-Video. Ja, von, ja, so. Von irgendeinem random Dude, glaube ich. Und es war schon ganz cool, aber damn, war auch viel. War mehr Hand geboxt, als ich gedacht habe, tatsächlich. Aber vor Corona halt auch viel gewonnen. Ja, ich wollte gerade sagen, also es war. Macht halt schon auch Sinn, weil Hand geboxt halt. Schon einen sicken Run auch hatte, muss man ja sagen. So, er hat halt schon echt viel gewonnen. Er war schon sehr dominant dann auch.
Okay. So ist es ja nicht, aber... Speaking of Dominanz, Lele findet seinen Weg in dieses Set mit einem Two-Stock. Ja. Ich glaube, es war ein Two-Stock auf seinem Counterpick, Final Destination. Ich glaube auch, dass es ein Two-Stock war. Mit Abstand sein bester Counterpick natürlich, aber... Ja. Counten wir ihn nicht out, weil er das erste Match nicht gewonnen hat. Digga, Fox hat auf der rechten Seite AB gemacht, ja. Ist onstage so schräg nach oben und Lele ist schon vorher auch genau dahin gerannt. Ja. Digga, also die spielen safe öfter. Safe? Die kennen sich ihr Leben lang wahrscheinlich. Ja, so, weil wieso sollten beide, also... Ja, true. Also komische Optionen auf jeden Fall, ja, sag ich mal voll. So. Aber ja, so ist das halt, wenn man gegen... Oh mein Gott! What the fuck für ein Trade? Einfach beide gestorben, Digga. Guter Shine-Spike von Magic, aber er wurde leider trotzdem gestaubsaugt. Lele auch mit dem meisten Edgar-Attent, aber Magic war halt zu tief, ne? Die beiden haben sich so... Die haben sich beide gegenseitig geplayt und dann, dann waren beide das DJ Khaled-Meme. Congratulations, you played yourself. Aber beide so gespiegelt zueinander so. Kann jemand dieses Meme machen, bitte, mit diesem Clip dazu? Und er geht für die Upsmash, aber Magic natürlich schnell genug in den Sprung gekommen. Aber schon scary, wenn so Pikachu auf dem Ground-Level so am Dash Dance und der Fox so, ich würde da auch gerne hin, aber wo soll ich landen jetzt hier? Ja. Das hat nicht gekillt, Digga. Ja, aber bei 84, Und auch wieder den Up-Air... Guess ja. Aha. Den auf jeden Fall Grabs. Ich weiß nicht, wie gut ein Grab jetzt hier tatsächlich ist. Dass der erste Mensch nicht getroffen hat. Oh mein Gott, that's the Magic. Ja, wenn Magic sich führt, Alter, dann denkst du manchmal, okay, alles klar, er ist so 5000 Brain, aber dann kriegt er den Finish nicht so, ne? Ja, auf jeden Fall. Was ist das? Schon wieder, genau wie gegen Ophis, killt die Down ja nicht, wenn du raus SDIs. Ja. Sheesh. Ah, DK's Down, wie sagt Brunos gerade, heißt in der deutschen Manual auch Ohrfeige. Und er haut dir so auf den Kopf von ja, oben. Ich wollte gerade sagen, was? Downbeat ist das. Das ist so, Bongos. Aber es ist halt auch nicht so eine wirkliche Ohrfeige. Keine Ohrfeige, ist eine Bodenfeige. Ja, mehr. Schon. Oh, das könnte sein. Let's go! Oh mein Gott, Lele mit dem insanesten Edgar, dass ich einen Pikachu selten habe machen sehen. Außerdem ist eigentlich ein Clip in den Chat hier. Wow, what the fuck? Also vor allen Dingen auf Yoshis ist das halt. Voll, was der sich traut. Ja. Der Frechdachs. Wenn du da halt ein bisschen zu langsam bist, dann stirbst du. Oh mein Gott, Lele! Und dann ist er nicht ready für das Edgar, ja klar. Schade. Aber SDI immer on point, Digga. Oh mein Gott. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, das war der Donnerblitz. Ja. Oh! Let's go, sogar Edge gets it. Aber Digga, Lele ist am Schmoven. Schon. Oh, Digga, Downtilt? Jetzt macht er den Magic. Ja, ich schwöre. Oh mein Gott! Holy fuck! Jetzt nur den Tick, Digga! Ja, und dann geht er die Legend. Das ist auf jeden Fall... Das ist Psychological Damage, da kannst du mir sagen. Ja, definitiv. Oh, er ist auf die Slant gegangen, damit er Richtung Ledge die Forward Smash macht. Ja. Aber Magic war ein bisschen zu früh. Aber das ist schon schwer für Magic jetzt. 144% auf Yoshis ist halt. Ey, so eine Pikachu näher kommt no so easy task, durch. Alter. Aber wenn ich ihn einfach Shine Spike, Digga. Ich bin für einen Grab hier. Das war's. Okay, 2-1 für Lele. Sheesh, Alter. Das war ein sickes Game. Ich bin auf jeden Fall in diesen Situationen immer für den Grab. Ich habe früher sehr viel gegen Dario gespielt und habe auch in der Zeit, als ich nur Fox gespielt habe. Und du kriegst mit Fox aus dem Grab so viel gegen Pika. Es ist wirklich krass. Also allein, dass du, weil Pika relativ schlechte Aerial Mobility hat in seinem Double Jump, kannst du ihn halt immer so dafür punishen, wie er probiert runterzukommen. Ah, okay, ja. Also Grab Up Throw ist immer gut, finde ich. Ich würde da nicht für einen Shinespike oder sowas, weil seine Recovery ist besser als sein Aerial Momentum, wenn nur über dir ist. Das ist wohl true. Da hast du wohl recht, ja. Oh, Magic guckt sehr skeptisch. Was machen wir hier? Magic denkt sich, das kann doch nicht sein. Es gibt keine gute Stage für mich. Doch, natürlich. Pokémon Stadium. Wobei, für Pikachu natürlich... Also, vielleicht nicht gegen Fox jetzt tatsächlich, aber an sich für Pikachu halt auch keine so schlechte Stage. True. Weil Pikachus Upsmash natürlich der Fox Upsmash für die armen Leute ist. Ja, natürlich. Und er kann halt die auch...
Er hat es hier schwieriger auf die Plattform zu recovern. Ja. Aber er kann es natürlich immer noch machen. Ja, er hat ja halt noch die Option von der Ledge sozusagen mit der Ledge Cancel Upbeat auf der Innenseite der Plattform zu landen und sowas. Ja, genau. Weil Pikachu hat auf jeden Fall seine Tricks und Kniffe hier in dem, auf der Stage und das könnte das Dock sein. Oh, das war es sogar. Punktlandung, 94 nach dem Hit. Ja. Oh mein Gott, Magic wollte Lele readen, aber Lele war ihm einen Schritt voraus, wie schon die ganze Zeit, wie es mir scheint. Ja, es scheint halt wirklich so. Lele ist Magic der Game One ziehen und dann gefickt werden Typ heute? Das kann doch nicht sein. Er hat so gut gespielt bisher. Ja. Auf jeden. Jetzt geht der Jeffrey Stein. Oh, da, ich hab den Regrab gesehen. Same. Ah. Ab er. Probiert nochmal eine Abwehr zu kriegen, aber kriegt sie nicht. Schön, Crouch Cancel scheint. Crouch Cancel gegen Pikachus Nair ist immer sinnvoll. Auch gegen die Abwehr, glaube ich, kannst du auch noch ein bisschen Crouch Cancel. Ja, die Junge, Lele mit dem SDI von der Abwehr ist einfach die ganze Zeit on point. Ja, muss man einfach sagen, immer wieder. Er weiß einfach, wie er es machen muss. Es ist wahr. Er hat wahrscheinlich ordentlich irgendeinen Punch. Ja, wahrscheinlich. Die SDI-Dings. Oh, das muss der Kill sein, das ja. Das war's. Dang. Magic trennt nur noch 2 Stocks von seinem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Turnier. Ja, also ich meine immer noch auf dem dritten Platz so, aber. Aber er wäre natürlich gerne im Grand gewesen. Ja, ja, Garrett. Er hat Garrett geforstockt und hat dann das Set verloren. Er will natürlich sich rächen, oder? Ja, ja, natürlich. Da, oh, schöner Headshot hier. Ja, das musste man manchmal auch gegen die Katze. Ja, manchmal muss man doch einfach Callouts machen und sich dann einfach an die Kante hängen. Oh shit, er geht für die Abwehr, nicht den Regret. Aber Lele hier versucht natürlich den weiter zu kombonieren. Er hat den Edge Cancel nicht ganz bekommen, aber Magic konnte auch nicht punishen, weil er mit dem Edge Cancel gerechnet hat und deswegen nicht overextenden wollte, was ich ja fair finde. Er liegt ja immerhin definitiv hin. Das ist nicht genug, ja. Er hätte nochmal einen Regrab probieren und einen Follow-up auf die Plattform bekommen. Wieder FP? Ja. Okay. Das könnte ein Abwehr. Oh, er wollte einen Tailspike kriegen, aber ja, komischer, also weirder Angle für den Tailspike. Ja. Deswegen Magic nach vorne am Leben. Aber Lele jetzt prozentweise ja schon so ein bisschen vorne, ne? Oh ja, so ein kleines Stück. Aber Magic... Oh, Magic gut abgewartet! Wenn er hier die Kombo kriegt, aber Lele interceptet auch wieder. Und da, oh, der wollte den Tailspike kriegen. Er geht richtig hoch, Digga. Magic mit einer sehr schönen Recovery hier. Ja. Lele war nicht ready, er konnte da gar nicht hochkommen. Es gab halt keine Chance für ihn. Ich wollte gerade sagen, so da... Reverse? Ne, aber Magic auf Tournament Stock! Stimmt. Junge. Okay. Ja, Magic muss sich ein bisschen was einfallen lassen. Dieses Stock kann man relativ schnell mit Up-Throw-Up erklären, glaube ich. Ja, wahrscheinlich schon. Aber er darf sich jetzt halt nicht so... Oh, das ist die Up-Smash! Sehr gut. Okay, relativ even, ziemlich tot ja, gleich. Ja, ich wollte gerade sagen. Also 27% ist jetzt nicht so, wo du sagst, ja, das wird schwierig. Ist schon nicht die Welt, ja. Aber... Kriegt auch kein Follow-Up auf die Plattform. Ja. Magic mit dem Befreiungsschlag mit dem Schein. Ja, geht weiter durch die Plattform durch. Magic will nicht overextenden. Er will nicht zu viel wagen, damit er nicht in irgendeiner bescheuerten Situation landet, wo er sich gar nicht wieder verhindert. Ja, wo er dann einfach wieder gegeben wird von Pikachu. Genau. Magic, ja, guck mal, er overextendet nicht über die Linie auf dem Boden. Diese Linie ist eine sehr goldene Linie für die Corner Area. So. Ja, auf jeden. Alles jenseits der Linie ist Center Stage. Da willst du sein. Ja, ist schön. Ah, die Abwehr nicht gekriegt. Lele mit guter DI vorher. Und das könnte der Donner sein. Es war es noch nicht, Digga. Nein, er hat den Donner nicht connected und deswegen nicht direkt zum Olymp zurückgeschickt. Oh, er geht nicht für die F-Smash, sondern für die Up-Smash und hat sie nicht bekommen. Er hat das falsche Ding geredet. Oh, wieder falsch geredet. Holy shit, Magic's Tournament live on the line hier. Oh, der konnte mit dem Air Dodge. Und Lele. Oh, no, Sepp. Und die Down-Air muss es sein. Das muss es doch sein. Digga, es gab heute Köln. Und die kleinen Füßchen. Und er kommt zurück. Was? Spaghetti, Big Spaghetti in the house. Die Italiener zeigen, wie es geht. An der Partner. Game 5. Holy shit. Oh mein Gott, Alter. Wow. Das war schon sehr Spaghetti. Lele hatte es in beiden Händen, aber Pikachu hat so kleine Hände, die so kurz reichen. Wie soll es denn auch anders gehen? Magic in Game 5 gegen Lele, seinen Kindheitsfreundes Bruder. Ja. Das unglaublich, unglaublich, was hier passiert. Und Nicola ist arbeiten beim Italiener. Das ist wirklich so.
der große Bruder von Lele, Nick Strad, auch bekannt als Nicolas Lamont. Ah, er ist gerade in seiner Schicht beim Italiener, wo er arbeitet. Ja. Okay, man muss halt auch irgendwie das Geld verdienen. Ne? True, man muss die Bag holen. Also leider. Leider. Fair? Leider ist ein sehr wichtiger Zusatz. Das wieder ganz Kapitalismus-Kacke. Übrigens, subbt Berlin Smash! Ihr könnt euren hard-earned Cash gleich wieder ausgeben, Leute. Übrigens eine sehr späte Abwehr hier gerade von Magic. Es war leider ein bisschen zu früh. Er hat nur die Second-Hit-Abwehr gemacht, damit er den Kill vielleicht securen kann und nicht in SDI-Falle läuft. Das aber cleaner ist das dann? Genau. Und dann ist er, hat er nur den Second-Hit getroffen. War gut, aber es hat nicht geholfen, weil er dann noch nicht tot war, weil er ein bisschen zu wenig Prozent hatte, was halt mit der Doppel-Hit-Abwehr funktioniert hätte. Hat dann aber das Setup bekommen, sodass er einen Upthrow gemacht hat, gewartet hat, bis Lele auf der Topflaufbahn landet und dann mit Tech-Chase, also mit einer Abwehr-Tech-Chase. Ja. Pikachu aber auf diesem einfach halben FD, ja genau, Down Throw Up Smash, Up Throw Up Smash, klar. Ja. Okay, und ja, wieder getaggt. Wenn es funktioniert, dann macht man das ja auch. Eben. Ja, und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ja, Magic kämpft sich da unten durch. Weißt du noch, als wir vorhin gesagt haben, Magic hat Schwierigkeiten runterzukommen gegen Pikachu. Jetzt ist es mehr so, dass Magic halt, wenn er den Boden dominiert, dann kann er halt immer irgendwie, er ist in den Prozenten, wo er so ASDI down mit dem C-Stick halten kann. Also ja, wenn du gleichstellst und hältst den C-Stick runter, hast du ASDI down und dann machst du halt sofort einfach einen Schein, wenn du getroffen wirst. So. Ja, ja. Und damit kriegt er so ein bisschen Chip-Damage und vielleicht einen Tech-Chase. Und das funktioniert ziemlich gut für ihn. Jo. Aber kriegt die Rolle nach hinten. Lele ist einen kleinen Schritt zu weit nach vorne gegangen, was genau der Schritt ist, auf den Magic gewartet hat. Das müsste der Donner sein. Aber er killt nicht. War ein Ballack und eine. Der wurde von dem Donnerblitz getroffen. Donnerblitz, 95 Damage gemacht. Ich sehe es jetzt doch. Brunus hat recht. Aber auch gleich wieder den Zirkus. Und es ist totgleich. Wow. Das ist wirklich totgleich. Das ist wie Goff gegen Sam all over again hier. Definitiv. Oh Gott, aber er kriegt den Kill nicht. Aber Pika kann so tief runtergehen und Magic of Tournament stoppt again. Digga, ist einfach. Das war auf jeden Fall gerade so. Digga, wie sie alle einfach beide waren. Das war auf jeden Fall gerade so ein Ex-Silent Wolf-Stock. Ja, voll. Den Lele gemacht hat. True. Oh, und noch so einer. Oh, der Schein, Digga. Oh mein Gott, aber er muss ihn retten, sonst wäre er gestorben, ja. Ja, aber solange Magic nicht zu viel traden muss hier, hat er noch eine Chance. Ja, absolut. Oh, klasse. Oh. Oh, da wäre eine Abschluss drin gewesen und da ist sie. Last Stock Game 5, Losers Final, Magic gegen Lele. Oh, Alter. Wer ist der King of Italy in Berlin? Hey Jonas, unser Streamer ist für Magic. Klar, für den Berliner, Berlin bleibt hart. Ja. Wir sind ja hier unbiased. Ich bin ja für beide. Ich bin ja für Spaß zu Spaß. Ja. Oh, und da kommt ein Upsmash. Ja, und er lädt sie voll auf. Oh mein Gott. Das war so ein Callout. Oh, er crouch-cancelt die Upsmash von Magic. Anders hätte es vielleicht sogar sein können auf der Top-Plattform schon. Ja. Oh Upsmash. Upsmash, Donner. Das reicht. Die Upsmash reicht. Hat einfach gereicht. Lele, Digga, let's go. Sichert sich seinen Platz im Grand Final 3-2 gegen Magic. Damn, Alter. Diese beiden Miracle Runs crashen im Losers Final und Lele mit dem Losers Run aus der Hölle findet sich gegen G-Pipes wieder. Italien gegen Kanada, die beiden größten Amateure im Gebäude. Ist so. Ist so.